Bevor wir jetzt das Ganze mit den Schnitten machen, möchte ich erstmal die Schnitte konstruieren. Wir sehen hier in der Vorlage die Schnittverläufe, wie sie auszusehen haben, und die werden wir auch gleich übernehmen. Wir werden uns quasi an diesen Schnittverläufen orientieren, damit das dann auch zur Vorlage passt. Dazu suche ich mich ein bisschen ran, damit ich die Schnittverläufe einfangen kann und finde jetzt hier unter Ansicht die Befehl Schnitt, beziehungsweise den können Sie auch hier oben an dieser Schnellzugriffswerkzeugleiste abgreifen, diesen Befehl. Der wäre also auch hier verfügbar. Gehe also hier auf Schnitt, Projekt speichern, okay. Jetzt muss ich eine Weile warten. So, und erzeuge jetzt hier meinen Schnitt ohne Versatz, das brauchen wir in dem Fall nicht. Und versuche hier im Raster einzufangen, ungefähr. So. Und ziehen das mal durch. Ja, man sieht hier in der Vorschau, die Blickrichtung stimmt nicht. Ich schaue quasi hier nach oben, aber die Vorlage zeigt nach unten. Sie haben hier diesen Pfeil, über den können Sie die Blickrichtung umdrehen. Ich klicke da drauf. Jetzt stimmt die Blickrichtung bzw. die Pfeilrichtung miteinander überein. Ich kann jetzt noch die Schnitttiefe einstellen. Ich möchte hier also alles sehen. Gut, das sehe ich sowieso nicht, deswegen kann ich das hier wegblenden. Und die Breite des Schnittes passt auch. In nächstem Zuge, der Schnitt ist immer noch aktiviert, kann ich das Ganze hier umbenennen. Das Ding heißt S2. Anwenden. Und jetzt kann ich, der Schnitt ist immer noch aktiviert. Die Schnittachse kann also jetzt hier noch diesen Versatz einfügen. Zoome ich ein bisschen ran. Mit aktivierter Schnittachse kann ich jetzt hier oben auf Segment teilen gehen. Habe jetzt hier so ein Messer am Cursor und kann jetzt hier quasi einen Schnitt hinzufügen und dann diese Linie hier nach unten führen. Ja, wenn das so passt, kann ich mit Escape die Auswahl aufheben, Schnitt ist nicht mehr ausgewählt und mache das Ganze jetzt hier für den Schnitt S1. Das können Sie dann selber machen. Vielleicht noch mal einen Blick jetzt in meinen Projektbrowser. Wo finde ich diese Schnittansicht? Gehe also hier auf Projektbrowser. Oh, hier ist eine neue Gruppe dazugekommen oder Kategorie Schnitte. Und finde jetzt hier meinen Schnitt S2, den ich gerade angelegt habe. Doppelklick drauf und wir sind in unserem Schnitt. So viel zum Erzeugen von Schnitten.